Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Ich möchte Ihnen heute dieses Pappbilderbuch von Susanne Gernhäuser vorstellen. Wer wohnt im Garten? Es ist für Kinder ab 18 Monate geeignet, 2015 im Ravensburger Verlag erschienen, umfasst 12 Seiten. Die Illustration hat Steffen Walentowitz geschaffen und es kostet 6,99 €. Susanne Gernhäuser stellt uns hier fünf Tiere, einheimische Tiere im Garten vor. Wir sehen sie hier oben. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren, dass hier noch ein Marienkäfer zu sehen ist. Also der kommt nicht vor. Das ist ein bisschen unglücklich hier gelöst. Es ist der Spatz, der Maulwurf, die Katze, die Schnecke und der Igel, den sie ausgewählt haben. Es sind keine Vögel dabei, keine Käfer und auch keine Wassertiere, was aber jetzt nicht so schlimm ist. Also vielleicht kommen die ja auch mal in einem anderen Buch vor. Es handelt sich bei diesem Pappbilderbuch um ein Bildersachbuch für die Allerkleinsten. Auf so einer Doppelseite wird das Tier mit einem ganz großen, also auf beiden Seiten erstreckenden Bild vorgestellt, also immer in Aktion im Garten. Und dann dazu gibt es einen ganz kleinen Text, den Susanne Gernhäuser in einfacher Sprache gehalten hat, aber zugleich auch den Kindern fundiertes Wissen zu den Tieren und ihr Leben im Garten übermittelt. Also zum Beispiel hier, dass der Spatz die Jungen mit Insekten füttert oder auch mal Brotkrumen, die dann übrig sind, frisst, dass er, um sein Gefieder zu säubern, im Sand badet. Man sieht, dass Steffen Walentowitz diese Informationen aus dem Text in ein Bild verarbeitet hat, also hier das Füttern oder das Sandbaden, sodass die Kinder auch ohne den Text gut mit dem Buch zurechtkommen. Und er hat die Bilder sehr realistisch gestaltet, immer so in dieser Perspektive im Garten, in Aktionen, so wie die Tiere auch wirklich in Natura aussehen. Und so Details wie zum Beispiel hier das Sandförmchen oder die Schaufel oder die Schnecke, das sind nur so zusätzliche Details, damit das Bild nicht zu langweilig wird. Und das sind aber auch Sachen, die die Kinder wiedererkennen. Leider hat sich hier ein kleiner illustratorischer Fehler eingeschlichen. Der Klee blüht nicht zur gleichen Zeit wie der Löwenzahn. Aber unabhängig jetzt von diesem kleinen Fehler oder auch dem vorne der irritierenden Darstellung von dem Marienkäfer, ist es ein wirklich gut gemachtes, durchdachtes Bildersachbuch, solide, ordentlich. Die Kinder können gut damit was anfangen. Es gibt eben hier oben noch so ein Register dazu, was ganz nett ist. Da kommt man schnell zu den Tieren und die Kinder können sagen, entweder daher und sich das gleich nochmal anschauen, und das hilft auch beim Blättern. Also trotz dieser zwei kleinen Sachen, meine Bewertung ist 5 von 5 Sternen, weil es einfach insgesamt sehr gut ist. Und ja, das fällt ja nicht so auf. Und ja, ich empfehle es gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Wer wohnt im Garten von Susanne Gernhäuser oder mit einem anderen Kinder- oder Jugendbuch. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wie immer in der Infobox verlinke ich auf die Rezension im Blog und gebe noch weitere Buchinfos zu diesem Buch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Wenke Bönisch.